Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bei den 1337 Gaming Channel. Heute zocken wir eine Runde Diablo 3, das neue Add-on, Reaper of Souls. Jetzt ist gerade der 25. 0 Uhr und ich habe mir das Game gleich gekauft und eingeloggt. Und jetzt werde ich es einfach mal zocken. Gehen wir einfach mal hier Spiel starten. Ich zocke heute mit dem Hagrid zusammen. Den aus Hogwarts. So, bin ich mal gespannt, wie das Game so wird. Ich werde es hier mit meinem Mönch zocken. Diablo war besiegt. Eine Zeit lang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt im schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt. Und deshalb muss er verborgen werden. Sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen wird. Ihr habt treu gedient, Horadrim. Eure Aufgabe hier ist erfüllt. Und ihr solltet alle... fliehen. Wieso? Da wird nichts ausgesagt. Der Nephalem wird euch aufhalten. Niemand hält den Tod auf. Das werden wir noch sehen.
Mir kamen Berichte zu Ohren, dass Engel sich auf die Stadt Westmark stürzen, wo sie Männer, Frauen und Kinder abschlachten. Doch zu welchem Zweck? Die Verteidiger der Stadt konnten sie nicht aufhalten. Doch jetzt bin ich hier und werde die beschützen, die noch nicht verloren sind. So, dann geht's jetzt los anscheinend. Oh, mein Geist fightet schon den. Aber endlich mal neue Story, weil da das gleiche zu zocken im Diablo. So, nehmen wir hier an. Ein neues Mitglied ist zu meiner Gruppe gestoßen. Meine Feinde werden stärker. Es war mir eine Ehre. So, dann geht's jetzt erstmal los. Sterben wir schnell. Malthael hat mich geschickt, euch zu finden. Malthael hat den schwarzen Wir stellen die Schwierigkeitsstufe doch mal hoch. Dort. Ich werde nicht versagen, das schwöre ich. Da muss ich schnell rausgehen. Macht der Hunter zu viel Schaden? Was schwächer. Gut, dann machen wir jetzt mal hier auf Qual 1, speichern, schließen und fortführen. Ich werde wahrscheinlich Dix gecarried, aber ich muss ein wenig tanken oder so. Ne, hier der Hagrid ist ja schon Level 61, hat schon eine neue Fähigkeit. Hat ziemlich langen Cooldown. Oder hat sie zum Beispiel Zeit? Oder verwandelt sich? Das ist sehr geil, die Wirbel. Die Physik ist ja geil gemacht. So von den Tonnen und so, wie die wegfliegen. Schaden kann, glaube ich, auch Fähigkeiten nutzen. Ja, genau, den Stein. Was ist der Jäger mehr Flachmensch ausgerichtet?
decken die sicher auf diese Wirbel und dann machen die natürlich auch mehr Schaden. Ist nicht sicher. Die Stadt an. Er labt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Seelenernter nehmen, macht. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltael den perfekten Zeitpunkt für gekommen. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Wir stammen von Dämonen und Engeln ab. Doch Maltael... Kathedrale! Alle Flüchtlinge befinden sich dort! Dann schauen wir da mal hin. Es ist noch schlimmer, als ich befürchtet Was habe. Was ist das? Was der Todesmann? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Tut, was ihr könnt.
Ich werde die Stadt vor Maltaels Streitmacht retten. Ich bin weiser geworden. Ja, na, jetzt können seit dem Add-on der Marquis Edelsteine droppen. Die waren wie viel? 30 Millionen davor wert? Ja, irgendwie so viel. Auf jeden Fall nicht eine Menge. Dann werden sie ihn tot. Warum sie? Was können? Malta. Da ist man schön mit den Labern, dass man die komische Quest da bekommt. Meine Bibliothek ist nicht weit von also hier den Erfolg. Ihr kennt die Legende der Gruft von Hagrid. Hagrid hat jetzt gerade irgendwie gleich mal 10.000 oder so bekommen. Questmark ist aus den Bemühungen des großen Generals Serakis erwachsen, der seine Religion über die Reiche des Ostens hinaus verbreiten wollte. Gefangen im Aberglauben der Zakarum, trieb er seine Paladine erbarmungslos über die wilden Lande des Westens und unterwarf die unzivilisierten Stämme, die er dort vorfand. Schlussendlich wurde er zu ihrem König. Ach, die Truhe habe ich auch noch Zeug drin. Das kann ich aber reinstecken, die Edelsteine. Es ist doch offensichtlich, wer dafür verantwortlich zeigt. Was ist denn jetzt der Händler? Ach da. Ich kann kaum glauben, dass wir noch am Leben sind. Hoffentlich seid ihr nicht mein letzter Kunde. Hab ich gerade 24 Mille Gold. Habt ihr etwas beschäftigt? Soll ich jetzt sagen, geh mal weiter? Ach, du bist schon weiter. In Tundgrake herrschen Tod und Schreck. So, gleich mal ins nächste Portal. Oh, da ist was Legendäres bei mir drauf. Schauen wir mal. Identifizieren. Ein Set. Ah, sogar. 553 Geschicklichkeit, Angriffsgeschwindigkeit. Boah, 1800 Leben pro Treffer, das ist natürlich sehr geil. Das will ich jetzt nochmal.